ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ihr habt tolle Miniaturen gezaubert und ich weiß, die Jury hat jetzt schon ganz großen Appetit auf diese kleinen Sachen. Und deshalb legen wir jetzt los mit der Verkostung und beginnen bei Nina. Ich habe meinen Backtisch wiedergeben wollen, an dem ich dieses ganze Chaos verursache. Also man sieht, dass es dein Backplatz sein soll, definitiv. Was mich so ein bisschen irritiert, ist gerade die Farbe. Also weiß und oben drauf ganz klassisch natürlich beim großen Backen ist ja eigentlich die Holzplatte. Also das sind so die kleinen Details, auf die man jetzt natürlich, oder ich jetzt auf jeden Fall achte. Was ich aber sehe, ist, dass es oben sehr schön gerade ist. Also das ein oder andere Detail hätte auf jeden Fall noch ein bisschen besser ausgearbeitet werden müssen, weil die Konkurrenz direkt daneben steht und man kann es natürlich ganz gut miteinander vergleichen. Ja. Gut für uns, schlecht für euch. Möchtest du den Herd haben? Ja, bitte. Strömt der Duft wirklich so nach oben von der Schokolade. Was man hier noch erkennen kann, ist eine dünne Schicht Ganache und die Grundtorte gut eingesetzt. Also, liebe Nina, die Mousse au Chocolat ist brillant. Es hat eine super angenehme Struktur, zusammen mit diesen Schoko-Haselnussböden. Kaffee, sensationeller Trick, dass der zum Unterstützen der Schokolade mit eingearbeitet worden ist. Die Kirschen üppig drin, ich habe hier immer noch eine große Kirsche liegen. Es ist einfach ein Traum. Dankeschön. Das ist wirklich deine ganz, ganz große Stärke, dass du einfach tolle Geschmackskompositionen machst. Und das ist auch bei dieser Torte dir wieder hundertprozentig gelungen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke. Ich habe für euch die Waage gebacken und ich erinnere mich immer, wenn ich die Waage angucke, an das Spruch, der nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das passt, glaube ich, ganz genau für diese Sendung. Man erkennt sie sehr gut hier vorne auch an dem Zifferblatt, da über auch mit Isomalt, also die Glasscheibe ist auch da. Hier oben so am Rand sieht man so ein bisschen, durch das Einsprühen ist die Kante nicht mehr ganz so exakt. Ich finde einfach, wenn man eine Waage häufig benutzt hat, sie fällt runter. Vor allem die Schale kann man abnehmen, dann geht sie in die Spülmaschine. Ich finde das auch mit dem Rand oben vollkommen in Ordnung. Es sieht halt abgenutzt aus. Dankeschön. Die Schale kann man kurz runternehmen, nicht? Als ich dir gerade den Anschnitt gezeigt habe, huschte dir kurz ein Lächeln übers Gesicht und die Augen fingen an zu blitzen, zurecht, weil es ein wirklich schöner Anschnitt ist, gleichmäßig. Bei dir kommt sofort der Duft von der Zitrone hoch. Du hast es wirklich traumhaft schön ausgearbeitet. Das ist ohne Witz. Es macht einfach Spaß. Die Böden sind sehr, sehr kompakt, tut dem ganzen Kuchen aber einfach tatsächlich sehr, sehr gut. Also es macht einfach Spaß. Du hast ein wunderschönes Zitronenaroma drin. Es ist ein natürliches Zitronenaroma. Der Crunch ist da. Ich habe immer wieder die Nüsse, auf denen ich beiße. Der Schmelz ist perfekt. Also ja, es ist ein super schön sommerlicher Kuchen. Oh, vielen Dank. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu sauer, es ist nicht zu süß, sondern es ist wirklich auf den Punkt abgeschmeckt. Vielen Dank. Dankeschön. Und zwar habe ich euch meine Küchenmaschine mitgebracht, die bei mir am Backplatz steht. Häufig gibt es von echten Küchenmaschinen so Spielzeugmodelle für die Kinder. Und ich finde, so sieht genau deine Torte aus. Das ist wirklich für mich auch gerade von den Proportionen
eins zu eins umgesetzt. Das sind halt wirklich überall so die kleinen Details, ob das hier vorne die Abdeckung ist. Der Drehknopf. Sie rührt schön vor sich hin. Großartig. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe mir gedacht, ich wollte eh schon mal so eine Küchenmaschine machen. Darum habe ich einen alten Parkettboden zugeschnitten, dazwischen eine Gewindestange gesetzt und einfach oben einen batteriebetriebenen Motor einbaut. Einfach. So, was man so abends macht, wenn man so darüber nachdenkt. Zum Beispiel. Ja, das ist einfach sprachlos. Ne? Ich bin froh, wenn ich die Batterien an meinem Rasierapparat wechseln kann und du machst da mal so einen Motor mit einem drehenden Arm. Krass. Auch hier sauber eingestrichen, davon dann dünn ausgerollt. Die Böden sind ein Traum. Das bleibt festzuhalten. Von der Brombeere hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil sie geht ganz klein wenig unter. Pistazie ist ganz leicht da, aber das liegt tatsächlich an den karamellisiert mit Schokolade ummantelten Pistazien. Die Cremen sind beide sehr geschmeidig, allerdings die Fruchtkomponente geht gänzlich unter. Ich gebe dir recht, die Brombeere schmeckt man fast gar nicht. Und das ist natürlich, wenn ich so einen kleinen Raum habe, wo ich jetzt mit dem Geschmack jonglieren muss, dann ist das Risiko natürlich da, dass tatsächlich eine Komponente untergeht. Und das ist bei dir passiert leider. Vielen Dank. Danke. Ja, ich habe meine Backinsel, mein Backplatz habe ich euch gebacken. Bei dir fällt mir natürlich jetzt als erstes auf, oben die Holzplatte. Bei dir stimmt es fast von der Farbe. Deiner ist ein bisschen flieder, das hier ist mehr rosa. Und wenn ich ihn jetzt anfange zu bewegen, dann sehe ich erstmal hier unten eine saubere Kante. Ja, wirklich hervorragende Arbeit. Es ist wirklich eins zu eins genauso, wie es da steht. Ich bin völlig begeistert. Danke. Dein Boden, er ist super leicht, er lässt sich sehr, sehr gut essen. Du hast dieser Curd, der ist genial. Es ist wirklich mit einer der besten Curds, die ich hier je probieren durfte. Ich habe eine kleine Verbesserung. Das ist wirklich das i-Tüpfchen. Die Böden noch mehr tränken. Danke. Deine Konsistenzen sind wirklich alle genau auf den Punkt getroffen. Vielen Dank. Ich habe euch meinen rosa Kühlschrank mitgebracht mit Fotos und das daneben soll ich sein. Das ist definitiv der Kühlschrank, der auch bei dir steht, alleine schon mit den Fotos. Ich mag die Details von den Eiern. Ja, der ist übrigens 10 Jahre alt. Ne? Der hat schon ganz viele Umzüge miterlebt, ist schon ein paar Mal vom Laster gefallen. Und welche Ausrede probierst du noch zu finden? Ja, also meiner ist auch nicht perfekt von hinten. Also der ist bestimmt auch schon mal gefallen. Ja, aber dann haben sie Beulen und keine Falten. Ja, es ist die Heizspirale oder Kühlspirale. Deine Figur, sie hat keinen starren Blick. Ich freue mich total. Die stimmt auch von den Proportionen. Aber es ist natürlich so, bei dem Kühlschrank, der das Hauptteil ist, beim nächsten Mal irgendwie einen anderen Twist finden, dass dir diese Falten nicht so passieren. Die Figur sieht sensationell aus, ich kann es aber nicht essen. Und da beim nächsten Mal die Aufteilung mit dem Aufwand des gestalterischen Designs eher auf dem Fokus, was tatsächlich in dieser Aufgabe wichtig ist. Und das wäre tatsächlich der Kühlschrank gewesen. Ja. Also man kann auf den ersten Blick sofort alles sehen. Es ist gleich von der Proportion her. Also da der Aufbau
so wie man sich's wünscht. Es ist eine leckere Torte, lässt sich gut essen, aber ihr fehlt halt die Raffinesse. Es ist tatsächlich von oben nach unten nur die Himbeere da in verschiedenen Konsistenzen, aber ansonsten an Aroma, da ging sie leider unter. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke. Ich habe auch den Kühlschrank mir ausgesucht und ich habe in diesen Kühlschrank den Frühling eingesperrt. Es ist eine Besonderheit, also man muss ihn schon von oben bis unten durchschneiden. Ein großes Stück, ja. Du hast dann noch diesen Notenständer gemacht, aus Kuvertüre gespritzt. Er steht hier oben, kleine Details, Cupcakes aus so einer mini kleinen Form. Eingedeckt ist es bei dir faltenfrei, von daher sind die Seiten auch wirklich sehr ordentlich. Wenn ich meine Punkte verteile, dann gehe ich natürlich nach Schwierigkeitsgrad. Und du bist das höchste Risiko eingegangen. Du hast die schmalste Fläche unten und den höchsten Kubus. Also großes Kino. Also großes Kino. Aber auf einen Millimeter genau, ne? Oh ja, supi. Geil. Also hier sind die beiden Bögen quasi im Kühlschrank. Hier ist deine eingebaute Schüssel und hier unten sieht man die Torte, die quasi mit Kuvertüre überzogen ist, aber wirklich auf einen Millimeter aufgeschnitten. Riecht man was? Noch nicht, aber man sieht die Nadel. Das ist so ein Event, diesen Kuchen zu essen. Diesen Erdbeerkompott, diese Creme. Man sieht den Glanz, man sieht, dass das alles wirklich wunderschön zusammenarbeitet. Aber mein Highlight, dieses Aroma der Nadeln, wunderschön rausgearbeitet, Erdbeeren. Also ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Großes Kino, muss ich sagen. Also Chapeau. Dankeschön. Was ich jetzt im Mund habe, ist ein ganz leichter Fichtengeschmack, der sehr angenehm ist. Dieses Risiko hat sich einfach gelohnt. Finde ich wirklich großartig. Vielen lieben Dank. Dankeschön.